Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Motofuzzi. Heute sind wir wieder mal bei Navarro Hermanos hier in Malaga. Herzlichen Dank an Navarro Hermanos für diese Probefahrt. Heute fahren wir die neue Yamaha X-Max 300 2022er Modelljahr Probe. Das hat sich nichts verändert, außer den Farben. So, okay, dann werden wir mal starten. Ja, das ist die Standardversion. Ich habe ja die Tecmex-Version gehabt. Vielleicht kann man ja schon sehen, irgendwie, ob es einen Unterschied bei dem Sitz gibt oder auch nicht. So, fühlt sich ja doch irgendwie relativ leicht an. Das liegt wahrscheinlich daran, weil ich gestern gerade den großen, schweren, Piaggio MP3 530 gefahren bin. Deshalb fühlt er sich so leicht an. Aber der fühlt sich auch leicht an, natürlich zum Honda Forza 750, ist natürlich klar. Aber man merkt das schon jetzt, ja. Also wie gesagt, X-Max 300 2022er Version. Wir haben zwei Versionen zur Auswahl. Einmal die normale und die etwas höherwertigere. Da sind so einige Teile zusätzlich bzw. geändert. Wir haben besseren Sitz. Wir haben Lenkerenden hier verbaut. Wir haben Trittbretter vorne, diese also besonderen Trittbretter da aus Alu oder was das ist, haben wir verbaut. Und irgendwie noch irgendwas, was ich immer wieder vergesse, bei der Tecmax-Version inklusive. Und müsste man dann halt hier bei der normalen Version extra bezahlen. Die Version hier, die kostet 6.499 auf der Straße, hat er mir gerade gesagt. Und ist somit 400 Euro billiger als die Tecmax-Version, die wie gesagt die anderen Features da alle hat, was ich da gerade aufgezählt habe. So, wir haben wieder dieses tolle Windschild in Anführungszeichen, was ich auch bei meiner nicht so mochte. Wie gesagt, ich hatte eine 2021er, ja, ich glaube, ich hatte eine 2021er Tecmax Version. Und die sind ja gleich. Das Windschild kann man eine Position, also irgendwie, keine Ahnung, ein Zoll oder so weiter nach oben stellen. Ich hatte es bei mir auch gemacht, hat aber immer noch nicht sehr viel mehr bewirkt oder sich verbessert mit dem Windfluss. Ich bin 1,75 Meter. Achso, was mir gerade auffällt hier, bei der Tecmax-Version haben wir eben diesen Klavierlack, was ja eigentlich auch nicht unbedingt so toll ist. Haben wir teilweise in einigen Positionen. Ist ja nicht gerade sehr praktisch, dieser Klavierlack. Und der Sitz, ja, wir haben eine sehr dominante Lendenwirbelstütze.
Ja, im Moment kann ich mich nicht beschweren. Fühlt sich ein bisschen hart an. Wenn wir mal weiter beobachten. Und ja, also für eine 300er finde ich den noch immer sehr gelungen. Ist ja hier auf der Autobahn sehr stabil bei 100. Auch obwohl es ja sehr windig ist. Und die Federung ist gut. Ziemlich fest, hart. Man kann die natürlich auch noch in irgendwie 3 oder 4 Positionen, glaube ich, verstellen. Jetzt schauen wir mal mit dem Berg hier. Ich gebe mal Vollgas. Einer ist wieder in der Mitte hier. Super. Vollgas am Berg. Wir können immer noch sehr stark, naja, nicht sehr stark, aber beschleunigen. Der ist schon ziemlich kraftvoll. 29 PS. Der Honda Forza 350 hat, glaube ich, irgendwie 2,5 PS mehr oder so. Händelbarkeit finde ich eigentlich wunderbar. Aber ich muss mich jetzt mal auf die Aussage vom Fuzzi berufen. Ich weiß nicht, wer das ist, aber irgend so ein Heini, der immer denkt, er kann alle Motorräder da testen und so. Und der hat mal gesagt, dass eigentlich sich der Honda Forza oder generell die Honda Forza Serie etwas agiler, besser handelbar anfühlt. Und dem will ich jetzt mal glauben. So, wenn ich den jetzt hier so fahre, finde ich den auch nicht schlecht. Aber er hat auch gesagt, zum Beispiel, wenn man jetzt so im Stand oder weiß ich, bei ganz langsamen Geschwindigkeiten oder beim Parken oder so, da ist irgendwie der Forza noch ein bisschen ausgewogener in der Gewichtsverteilung. Jetzt hier so vom Fahren macht der jetzt auch einen guten Eindruck. Also da kann ich jetzt nicht meckern. Die mit den Fahrrädern, die fahren manchmal schneller als ich mit meinem Roller. Besonders den Berg runter. Da überholen die mich manchmal. Berg rauf, ja natürlich nicht, aber Berg runter. Da wurde ich schon von Radfahrern überholt. Ich weiß, es ist peinlich, aber die fahren schon ganz schön wagemutig. Dann werde ich auch gleich nochmal hier so einen Bremstest machen. Weil ich auch immer das Gefühl habe, dass die oder viele, nicht nur Roller, auch Motorräder, dann trotz, obwohl sie ABS haben, trotzdem mal ein bisschen schlittern. Ah, jetzt kann ich mal die Bremsprobe machen. Ja, er wollte schon ausbrechen. Klar, ABS kommt dann. Okay. Vielleicht ist das immer so, ja, aber ich finde das ehrlich gesagt nicht so gut. Wenn Sie sagen ABS, dann sollte das auch nicht rutschen und nicht auch nur, was ich, einen halben Meter rutschen. Das kann ja auch schon wahnsinnig gefährlich sein. Aber okay, ich habe mich jetzt schon so oft drüber ausgelassen. Über dieses Problem, was vielleicht irgendwie ein technisches Problem ist oder so. Ich weiß es nicht. So, hier haben wir den Yamaha X-Max 300 2022er Modelljahr. Im Modelljahr 2022 hat sich zum Vorjahr nichts verändert, außer den Farben. Die Farben werde ich dann noch einblenden. Wir haben immer einmal zwei unterschiedliche Farben für die Normalversion, die übrigens laut Aussage hier von dem spanischen Händler 6.499 Euro auf der Straße kostet. Und dann haben wir noch die Tecmex-Version, die halt ein bisschen umfangreicher ausgestattet ist. Und die kostet 400 Euro mehr. Das heißt, wir haben 6.899 auf der Straße für die Tecmex-Version. Die Tecmex-Version ebenfalls in zwei Farben erhältlich. So, kommen wir mal zu den technischen Daten ganz kurz. Obwohl, ich kann es euch ja wieder einblenden. Wir haben ein 292 Kubik Einzylinder mit 4 Ventilen, 4 Takt und einer Leistung von 20,6 kW. Das sind 28 PS. So, auf der linken Seite haben wir
Den Bremshebel für die hintere Bremse, Scheibenbremse, ist sehr knackig und fest und fühlt sich gut und sicher an. Dann haben wir einmal den Ablend- und Fernlichtschalter hier. Da haben wir hier das Fernlicht, Ablendlicht und die Lichthupe müssen wir dann drücken. Beim Blinkerschalter, der macht einen sehr guten Eindruck, sehr robust. Und sowas liebe ich, so eine Dinger, nicht so eine kleinen abgebrochenen. Darunter haben wir den Hupentaster hier. Und auf der rechten Seite haben wir den Gasgriff, den Notausschalter und Starterschalter kombiniert. Und wir haben einen Warnblinkleuchten-Schalter hier. Und wir haben den Trip- und Infoschalter hier unten. Das heißt, wir können einmal die obere Hälfte des Displays den Wert ändern und einmal die untere. Und das werde ich euch gleich zeigen. So, hier haben wir noch die Mittelkonsole, ja, wo wir dann praktisch das Keyless Go-System finden, den Ein-Ausschalter, den Öffnungsschalter für Tank und Sitz und Verriegelung, Lenkradverriegelung. Wir können einmal, wenn er auf Open steht, dann das Fach hier links öffnen. Das rechte Fach ist immer offen, also es ist nicht abschließbar, nur das linke. Und wir können den Sitz hier öffnen. Und das war alles hier in der Mitte. So, kommen wir zum Display. Auf der linken Seite haben wir einen analogen Geschwindigkeitsmesser. Auf der rechten Seite haben wir einen analogen Drehzahlmesser mit diversen Leuchten drin für ABS, Achtung und so weiter und so fort. Kontrollleuchte, Ölkontrollleuchte und so weiter. In der Mitte, jetzt vielleicht wieder etwas schlecht ablesbar. Wir haben leider wieder weiß auf schwarz. Ja, das ist vom Kontrast nicht so dolle. Und da haben wir ganz links in dem LC-Display einmal den Füllstand des Kraftstoffs. Habe ich gerade aufgefüllt, deshalb haben wir da, sehen wir da so eine lange Schlangenlinie. Auf der rechten Seite die Kühlmitteltemperatur. Ganz oben haben wir, können wir Werte verändern. Mal schauen, ob ich das hier... Ah ja, genau. Wenn wir den Schalter hier auf der rechten Seite dann in Richtung Info drücken, dann ändern wir da oben die Werte. Und zwar, wir haben einmal den Durchschnittsverbrauch gerade eben angezeigt gehabt mit 3,5 Litern. Jetzt haben wir den Kilometer pro Liter Wert, also den aktuellen Verbrauch. Das heißt, wir fahren ja nicht, deshalb zeigt da nichts an. Dann haben wir den Liter auf 100 Wert. Dann haben wir den Durchschnitt, die Durchschnittsgeschwindigkeit, die Außentemperatur. Oh, ist ja gar nicht so warm hier. Warum beschwere ich mich denn eigentlich? Und die Batteriespannung, Traktionskontrolle können wir hier ein- oder ausschalten. Im Moment zeigt sie, dass sie ein ist. Und 27,8 Kilometer pro Liter. Und dann sind wir rum. In der Mitte haben wir dann die Uhrzeit. Ja, die ist hier halt verstellt. Und unten können wir dann noch halt den Gesamtkilometerzähler anzeigen. 1170. Dann haben wir den Trip, da bin ich jetzt 18,8 Kilometer, siehst du, so weit ist das vom Händler entfernt hier. Das ist einmal die Trip-Zeit, also wir sind 32 Minuten gerade gefahren. Dann haben wir den Öltrip, das heißt, wir seit dem letzten Ölwechsel sind wir 168 Kilometer gefahren. Der wurde also ordnungsgemäß bei 1000 Kilometer gewartet. Dann haben wir noch den Riemen, der zeigt 1170 Kilometer an. Das heißt, der wäre dann erst, glaube ich, bei 18.000 Kilometer fällig zum Auswechseln. Und das sind alle Anzeigen hier in dem Display. So, kommen wir zum Stauraum. Auf der linken Seite haben wir, wie gesagt, einmal das verschließbare Fach. Das können wir öffnen, müssen wir erst den Schalter hier auf Öffnen stellen und dann können wir das Fach öffnen. Im Fach ist einmal eine 12-Volt-Buchse vorhanden. Da könnt ihr natürlich irgendeinen Adapter für USB ranstecken und dann könnt ihr da euer Handy laden. Das Fach ist ungefähr so groß, ja, keine Ahnung, wie 3 oder 4 meiner Hände. Also eine Wasserflasche, eine halbe Liter Wasserflasche passt da nicht rein, aber das Handy passt zumindest rein und vielleicht Handschuhe. Auf der rechten Seite ist genau das Gleiche, ist auch genau die gleiche Größe, allerdings keine USB-Steckdose
und es ist nicht verschließbar. Und dann öffnen wir nochmal den Untersitzstauraum. Da müssen wir auf Sitz drücken und dann geht der Sitz auf. So, und hier haben wir den Untersitzstauraum. Zwei Integralhelme passen da rein. Und dann haben wir in der Mitte immer noch Platz, um Handschuhe oder vielleicht sogar eine Jacke, eine kleine Sommerjacke oder sonst was reinzupacken. Da passt eine ganze Menge rein. Wie gesagt, auch mein Rucksack, der passt da auch rein. Der ist ziemlich groß. Und das ist so einer der größten Stauräume, die es, glaube ich, bei Rollern gibt. Wir haben übrigens bei dem Yamaha X-Max auch eine kleine Lampe hier. Ich weiß nicht, ob ihr die sehen könnt. Das ist vielleicht in der Garage auch ganz hilfreich. Mein Fazit dazu ist heute sehr positiv ausgefallen oder fällt heute sehr positiv aus. Und zwar, weil der unwahrscheinlich, also das habe ich jetzt irgendwie komischerweise jetzt gemerkt hier in den Kurven, der ist ja wirklich wahnsinnig agil, der lässt sich so schön durch die Kurven führen. Ja, also das einzige Negative, würde ich jetzt mal sagen, ist auf jeden Fall das Windschild, was mir nicht gefällt, was absolut ziemlich störend ist und ziemlich viele Verwirbelungen verursacht bei meiner Größe. Ich bin 1,75. Selbst wenn man das Windschild um eine Stellung höher stellt, ist es immer noch nicht so schön. Vielleicht muss man sich noch ein anderes, viel größeres Windschild ranbauen lassen. Das ist so ein Negativpunkt. Das andere ist ja displaymäßig. Einige mögen analog, andere mögen nicht analog. Meinetwegen können sie analog machen. Die Instrumente sind auch sehr schön scharf und gut ablesbar, die analogen Instrumente. Das Display in der Mitte allerdings, dieses LC-Display invertiert, ist leider unter vielen Sonneneinstrahlungsverhältnissen nicht so gut ablesbar. Ich denke mal, da habe ich jetzt erstmal alles abgedeckt für ein kleines Update wieder hier, Modelljahr 2022. Ich hoffe, dass für 2023 vielleicht irgendwas ändert, neues Display oder so. Schauen wir mal. So, das war erstmal alles. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war euer Motofuzzi. Bis dann. Ciao, ciao.